richtigen, hier, keine richtige Uhrzeit angegeben. Haha. Gut war das, dass ich keine Uhrzeit angegeben habe. Dann kann ich variieren. Also zur Zeit, wann ich Lust habe. Beim ersten Part steht das dann als Anmerkung, wann die Parts kommen. Und nein, ich werde erstmal ohne Texture Pack spielen, da wahrscheinlich nur die wenigsten Texture Packs geupdatet sind. Und ich zurzeit das normale Minecraft besser finde. Das passt eher so noch zur Beta, zur 1.3. Ich erinnere mich an die Alpha-Version, in der man noch nicht sneaken konnte. Oh, das war schlimm. Das kann ich euch sagen, das war übelst schlimm. Da habe ich nämlich schon gespielt. Ich bin ein alteingesessener Minecraft-Veteran. Das Bett platziere ich woanders. Und mein Inventar ist voll. Perfekt. Jetzt kann ich nämlich das erste Mal meinen Thron richtig dann benutzen. Das Bett kommt einfach mal hier hin. So. Die Truhen, dafür werde ich noch eine extra Truhe anlegen. Und einen Thronraum werde ich noch nicht machen. Der kommt erst danach. Das hier ist ja nur erstmal unser provisorisches Lager. Setz das mal alles rein und dann hole ich mir die wichtigsten Sachen raus. Das ist man von mir gewohnt. Ich mache immer alles in die Kiste und hole mir dann die wichtigsten Sachen, die ich brauche, raus. Das ist aber das, ein bisschen Kabel, das Holz, den Stick, Weizen, der Dirt, ne? Ja. Und die Samen. Und vielleicht doch ein bisschen Wasser. Die Strings, dann könnte ich mir einen Bogen machen. Und schon mal Sand. Und Kohle für Fackeln. Weil es wird schon Nacht. Jetzt erstmal die ersten 4 Fackeln platzieren nach. Ich glaube, 2 Folgen dürften das jetzt dann schon gewesen sein. So, dann kann man den noch öffnen? Ja, kann man. Ich lege mich jetzt hin. Macht der Gewohnheit. Immer wenn ich einen Chat zur Verfügung habe, schreibe ich, wenn wir schlafen gehen, Nacht. Macht die Gewohnheit. Zack, 8 Brote. Ich könnte mir nicht nur einen Bogen machen, ich könnte mir sofort eine Angel machen. Ich werde mir auch direkt die Angel machen. So, einmal die Angel. Dann erstmal ein paar Fische holen. Dann haben wir wieder mal ein bisschen was zu essen. Schon mal. Ach ja, Fischen ist immer das Langweiligste bei Minecraft. Wir haben ja sogar Tintenfische. Haha. 2 Fische dürften reichen. Dann erstmal auch 2 Öfen. Die werde ich sofort. Ich weiß, was ich mache. So. Das Haus da draußen wird dann irgendwie. Ich weiß nicht. Deko. Und das hier drinnen wird unsere richtige Base. Ich habe gerade Pläne. Ach, das glaubt ihr mir kaum. Nur das Einzige, was ich mich frage, ist, ob man die Pläne dann auch verwirklichen kann. Die Kohle, da baue ich jetzt gleich ab. Ich möchte nur noch kurz hier das alles frei machen, so wie ich es haben möchte. Nein, Fail. Und dabei gainen, ja. Immer dieses Englisch und Deutsche. Und dabei kriegen wir auch noch ein paar Level. Wenn wir hier abbauen. Ist auch geil. Meine erste Eisenspitzhacke ist jetzt gleich schon
kaputt, aber ich kann mir keine neue machen, da ich ja eine Schaufel machen musste. Ach ja, egal. Man kann ja meinen gehen. Wenn hier dann so die Küche... Hier kommt nämlich die Küche hin. Dann kommt hier so... Ja, hier kommt so eine Treppe nach oben. Dann kommt hier so ein kleiner... So, was heißt ein kleiner? Dann kommt hier ein Lagerraum. Ah, hier geht's raus. Das ist auch perfekt. Dann kommt hier nämlich so ein Fenster rein. So, so, so und so. Hier kommt dann so ein schönes, großes Fenster hin. So. Aber zuerst, damit ihr mir nachts keine Monster reinspringen, erstmal so provisorisch zumachen. Das war die Spitzhacke. Ja. So, erstmal ihr beiden. So, da werde ich Sand reintun. Da kommt Stein rein. Ich werde gucken, ob die Saplings... Ja, einer der beiden dürfte gewachsen sein. Yep, einer der beiden ist gewachsen. Das heißt, ich kann mir hier schön den Baum fällen. Wieder ein bisschen extra Holz. Schlag das beides Zuckerrohr ab. Und setz hier hin. Oh, das sieht doch schon auch geil aus. Das Chicken Wing werde ich nicht töten, weil ich brauche die Eier. Hätte ich vorhin nicht alles getötet, hätte ich das Weizen verwenden können. Ja, ich weiß. Aber vielleicht findet man ja irgendwann wieder neu. So, genug zu essen dürften wir haben. Ja, haben wir. Aber wie ging das? Ging das überhaupt irgendwie so? Vielleicht hier noch ein Stick, ich weiß es nicht. Diese Tripwires. Erstmal zwei Türen. Ich hätte die Türen auch vorhin in der Wüste noch mitnehmen können. Ach so sieht das. Ach so wurden die dann immer platziert, wenn die so scheiße sind. Ah, okay. Jetzt habe ich es eigentlich erstmal bemerkt. Und sonst wurden die so. Also durch dieses. Durch das Konvertieren wurden die Türen dann so platziert. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Okay. Interessant. So, ich brauche nochmal kurz Holz. So. Automatische Türe, aber nur beim Reingehen, beim Rausgehen meine ich. Reicht aber. Ich könnte ein Schwein reiten. Wir verwenden normales Glas, weil wir haben hier genug Sand. Wir haben da hinten eine Wüste. Also, ich muss ja bitten. Oh, das Lied gefällt mir, das mache ich mal ein bisschen lauter. Technischer Fortschritt. Yay! Gucken, wie sieht das von außen aus? Boah, es geht. Das bringt mich gerade auf die Idee mit dem Cobblestone und dem Glas. Oh ja, das wird geil. Das wird sehr geil, aber dafür braucht man noch ein paar Folgen. So ein paar hundert. So, wieder ein bisschen mehr Holz. Ich müsste mal anfangen zu minen. Das werde ich auch machen. Diese Fackeln reichen nie. Dürften da schon eher reichen. Ist irgendwas fertig gebrannt? Nein, nein, wie denn auch? Das ist ja ein Stack gewesen. Also, wir werden jetzt mal nämlich da hinten in diese Höhle gehen. Gut, ich habe das Schwert mitgenommen. Ich war stau. Wie gesagt, ich war
Hier ist das. Aha. Da war der Lava-See. Lava-Fluss. Gravel hat auch eine andere Textur bekommen. Sieht man da. Ja, hier wird es uns eindeutig gefallen. Ey! Perfekt. So, da haben wir noch Kohle. Kohle brauchen wir zurzeit auch wieder. Wir haben hier genug Kohle irgendwie. Spiele ich auch echt auf... Ja, ich spiele wirklich auf einfach. Ich habe noch keine Mobs gehört. Doch, vorhin Spinnen. Ja, also, ja, doch. Nice and easy. So gefällt mir das. Genau das liebe ich auch an Minecraft. Man muss manchmal suchen und dann findet man. So wie ich. Ich habe das Paradies auf Erden gefunden. Also, Himmel auf Erden, eher gesagt. So. Hier hoch werden wir mal gehen. Aber die Musik passt gerade irgendwie nicht. Ich brauche irgendwas Düsteres. Ich könnte ja mal ein bisschen Rock reinbringen. Oder Tech. Machen wir mal ein bisschen. Nein. Nein. Das passt zwar eher für den Himmel, aber na gut. Geht auch. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, welches Lied ich für irgendeinen geilen Trailer irgendwann benutzen werde. Ich habe das Traumlied meines Lebens gefunden. Zurzeit. Da haben wir unseren ersten Gegner. Oh mein Gott. Und es ist ein Skelett. Einer, der Aimbot hat. Ah. Wir haben unseren ersten Gegner getötet. Dort ist der zweite. Wir kämpfen um unser Überleben und haben sogar Knochen bekommen. Yay. Und platzieren hier erstmal getrost ein paar Fackeln. Und da, oh, oh, wie viel Kohle. Plus Erfahrung. Boah, wir sind schon, boah, schon Level 4. Wie geil. Wenn wir jetzt nicht sterben und ich irgendwann dann ein Enchantment Table habe. Oh, oh, oh. Ich will natürlich, ich probiere natürlich so wenig wie möglich zu sterben. Wenn ich das erstmal sterbe, ab dem ersten Mal werde ich einen Death Counter einbinden. Mit After Effects und Camtasia funktioniert das ja perfekt. Habe ich auch schon rausgefunden. Hier geht's nicht weiter. Schön. Naja, nicht schön, aber. Nicht schön, aber selten. Würde mein Vater jetzt zu pflegen sagen. Da oben liegt ein Ei. Das brauche ich. Ich brauche Eier. Nein, nicht diese Eier. Für alle kleinen Pavianlinge unter euch. Und ab zurück. In die gute Stube. Hier habe ich ganz vergessen. Genau. Fackel. Hinsetzen. Nacht wieder mal. Zwei Nächte schlafen wir jetzt schon hier. So, was haben wir hier? Also, Glas, Stein. Level 5 sind wir jetzt. Aus dem Stein? Nee, ich. Doch, ich werde mir noch einen neuen Ofen bauen. Jetzt kommen aber gerade wirklich nur geile Lieder. So. Also bitte für ein. Nein, da werde ich. Da werde ich mich zurückhalten. Ich will keine Farm hier direkt hier dran haben. Ich will die Farm ein bisschen weiter wegbauen. So, ja, so hier oben. So eine kleine. So und so. Erstmal eine ordentliche Wasserquelle. Weißt was, ich baue einfach hier rum.
Das sieht noch mehr Angst. Platzieren. Irgendwoher kenne ich all die Lieder. 6-mal. Perfekt. Ich hätte zwar auch warten können, aber darauf. Ich bin jemand, der ist manchmal sehr ungeduldig und manchmal ist er. Oh! Sehr geduldig. Stimmt, ich hätte es für Bäume verwenden können. Ach, was soll's, wir haben hier genug Skelette. Da vorne habe ich vorhin eins gesehen, wenn das jetzt nicht schon weg ist. Es ist weg. Es hat mich verlassen. Oh, aber Saplings haben wir noch. Yay, unsere kleine Farm. Unsere kleine Zuckerrohrfarm. Dann haben wir Schafe. Dann haben wir Tintenfische. Hier wächst alles. Ja, das wird geil. Ich kann es nicht öfters betonen. Das wird geil. Nochmal zwei Brote. Die drei Eier. Ich werde die einfach mal hier hinwerfen. Kein Schäfchen. Ne, genau, kein Schäfchen. Kein Dings. Hühnchen.